Hallo liebe Zuschauer von Dossenheim zur Kreidezeit. Ich möchte euch ganz kurz eine Internetseite vorstellen, die ihr unter www.scientists-in-progress.org finden könnt. Oder einfach indem ihr die Suchmaschine eurer Wahl startet und den Begriff Explorism eingebt, wie er da oben steht, dann werdet ihr sie auch finden. Ja, was ist das Ganze? Es handelt sich dabei um ein Projekt von Matthias Fromm, der sich mit den Wissenschaftlern beschäftigt und eben nicht mit der Wissenschaft an sich. Er möchte wissen, wer sind denn die Menschen, die dahinter stecken, und führt dazu Interviews, also zeichnet Podcasts auf, zum Beispiel zuletzt dieses hier mit Björn Kien aus Berlin. Und er möchte einfach wissen, wie ist das denn in der Wissenschaft zu arbeiten, wie kommt man dazu und welche Probleme gibt es da, welche schönen Sachen erlebt man. Und speziell richtet er sich dabei an Jungwissenschaftler. Das heißt, er sucht nicht die grauen Eminenzen, die schon 20 Jahre im Geschäft sind und von ihren Erfahrungen berichten, sondern die Leute, die vielleicht gerade angefangen haben zu promovieren oder die ein neues Projekt begonnen haben, was spannend ist. Und wenn ihr meint, ihr könntet auch so jemand sein, dann dürft ihr euch natürlich auch melden bei ihm, denn er hat so ca. 35 Anfragen an Leute gestellt und zwei Drittel davon haben sich nicht mal gemeldet und die anderen sagen häufig, ja, klingt interessant, aber warten wir doch mal ab, wie sich das entwickelt. Es ist also sehr schwierig, da Leute zu finden. Es ist dennoch sehr spannend. Ihr könnt einfach mal reinhören. Und wenn ihr dann sagt, ja, ich könnte da auch reinpassen, dann meldet euch doch einfach bei ihm. Und ja, bis demnächst.